Was macht man, wenn man die Schulter operieren muss und jetzt im Ausstieg gleich der Gartensäge umstechen? Ganz einfach. Man meldet sich für den RRU Frühlingsputz an und schon hat man die Sache erledigt. So geht es dem Mario Schmidt Fabrik. Und so hat er es auch bei euch gemacht, sich angemeldet. Im Garten von Mario Schmidt macht ein anderer Mario, und zwar der Mario Dadic von der Green Garden Mario GmbH, Ordnung. Und zumindest drin ist auch der Joel Bieler. Ja, Mario, wenn wir vielleicht einmal ein bisschen über den Zeitpunkt reden. Also, die Nächte, finde ich, sind immer noch recht kalt. Oben dir fährt man noch Ski. Es ist noch nicht einmal Ende März. Ist der Nico ein bisschen zu früh, für schon das Gar geht's gehen? Überhaupt nicht. Das ist irgendwie gegen Gott und Natur kann man nichts machen. Und das wird immer wie extremer von Jahr zu Jahr. Und wir passen ist natürlich dem auch an. Und jetzt ist wirklich der ideale Zeitpunkt. Und vor allem jetzt, wo die Leute über Ostern ein bisschen Zeit haben, können schon sehr viel selber machen. Und ja, sie haben schon das Genießen, ein bisschen im Garten selber etwas machen. Ja. Also, das heisst, morgen Karfreitag ein bisschen Schicht der Umgebung widmen. Durchaus in Ordnung. He? Die darf und die der Zeit dafür haben. Und viele haben euch schon angefragt, auch wo Ostermontag haben viel der Zeit. Und sollen uns jetzt fertig kotieren und düngen. Das ist der ideale Zeitpunkt. Ich kann es natürlich machen. Kommt vielleicht halt schon ein bisschen darauf an, wo man wohnt. Hey, in der Hecke kann es halt dann nochmal gefrieren etc. Das ist ja so. Es kommt darauf an, weil er richtig, dass wir hier schauen. Es ist wirklich, je nachdem, welche Hecke, es ist wirklich ein bisschen, es kann variieren. Also zum Beispiel, wo wir unsere Jahreskundenzahl haben, das ist der ideale Zeitpunkt, jetzt hier an den Brief zu gehen und Rasenwerte kotieren, Düngen. Rosen hat man natürlich auch schon zurückgeschnitten und gespritzt, Obstbäume, das ist alles schon durch. Also es ist wirklich extrem, was das Klima gemacht hat. Und die, die jetzt denken, verlängern das Wochenende, kannst du denken, ich gehe sicher nicht ins Gärgi, die können das ja gerne delegieren. Wobei jetzt im Moment läuft wie auch schon recht viel. He? Also wir sind eigentlich wirklich voll ausgebucht. Ich muss schauen, wo ich noch etwas dazwischen oder drin kann. Aber ich bin froh, dass der Auftrag kam und dass unsere Qualität geschätzt wird. Und wir machen natürlich super Arbeit. Wir versuchen es natürlich das Bestmögliche zu machen für unsere Kunden. Und ich probiere auch für jeden da zu sein. Wie zum Beispiel eben für den Mario Schmidt, von dem im Garten sind wir ja im Moment gerade. Was machen wir genau? Wird der Gemüsegarten vorbereitet, wird alles ausrechnen, ausgraben, ein kleines bisschen Lokro, Jato, wirklich das ganze Unkraut kommt jetzt weg. Gut, und wie das jetzt aber genau schlussendlich aussieht, der Garten von Mario Schmidt, das seht ihr dann später uns auf rro.ch oder auf unserer Facebook-Seite. Ich würde sagen, wir gehen hinter die Arbeit.